Ja, hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen hier in etwas geduckter Haltung zu einem neuen Umzugs-Rehousing-Video bei unseren Vogelspinnen. Wie ihr vielleicht selbst schon merkt, ist mein Setup hier noch nicht ganz optimal für das Thema Vogelspinnen mit den ganzen Terrarien und so auf dem Tisch. Aber bis ich einen neuen Tisch habe, der besser passt, müssen wir da jetzt gemeinsam durch. Heute werden wir, wie gesagt, wieder Vogelspinnen umziehen. Ja, hoffentlich mehrere, denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch hier an dieses kleine Terrarium. Das habe ich vor einer ganzen Weile auch hier auf dem Kanal mit drei kleinen Spinnchen besetzt, die ich von einem Bekannten erhalten habe. Und die sind fleißig gewachsen, deshalb wird es für sie heute Zeit, umzuziehen. Vorneweg aber noch ein kleiner Exkurs zu den hoffentlich noch drei Vogelspinnen, die hier drinnen wohnen. Ich habe die drei ganz klein als Spiderlinge bzw. Slings von einem Bekannten erhalten, schon als Dreiergruppe und habe sie seitdem immer in der Gruppe zusammengehalten. Und es handelt sich dabei um drei, ich weiß nicht, ob ihr es hier unten lesen könnt, ich blende es euch auch auf jeden Fall ein, ich versuche das jetzt auszusprechen. Psalmopeus Ecclesiasticus, so würde ich das jetzt aussprechen. Ich garantiere für nichts, der Name ist wirklich ganz schrecklich. Die Tiere hingegen sind wunderschön und ich wollte sie schon viel eher umsetzen. Allerdings hatte ich dann lange Zeit die Vermutung, dass es sich nur noch um ein Tier handelt. Ich habe nämlich gar keins mehr gesehen. So, ich habe immer Futter reingegeben, habe aber die Tiere nicht mehr gesehen. So, da das Futter aber verschwunden ist und nichts gestunken hat, ging ich davon aus, dass mindestens noch ein Tier lebt. Und irgendwann letztens zeigte sich dann auch ein Tier. Das sitzt auch gerade hier draußen. Wenn die Scheibe nicht so dreckig wäre, könntet ihr es sehen. Vielleicht blende ich das gleich mal ein. Die sind nämlich wirklich sehr, sehr hübsch. Auf jeden Fall sah ich dann dieses eine Tier und dachte mir, oh, das ist ganz schön groß geworden. Die solltest du vielleicht bei Gelegenheit doch mal umsetzen, auch wenn es alleine ist. Und dann sah ich wenige Tage später, dass es mindestens noch zwei Tiere sind, denn dann saßen plötzlich zwei dieser für dieses kleine Terrarium sehr großen Spinnen draußen. Und ich dachte mir, oh, es wird höchste Zeit, die Tiere aus diesem kleinen Terrarium zu holen. Der ein oder andere wird jetzt sicher sagen, dass man das Ganze hätte besser oder anders lösen können, indem man zum Beispiel zwischendurch mal nachgeschaut hätte. Allerdings bin ich einfach niemand, der auf gut Glück und einen Verdacht hin das Terrarium auseinanderreißt, wenn es nicht ganz dringend sein muss. Und das war hier einfach nicht der Fall. Wie gesagt, ich habe Futter reingegeben, das Futter ist verschwunden und es hat nichts verdächtig gerochen. Daher wollte ich den Tieren nicht ihren Lebensraum zerstören. Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass da mindestens zwei sehr große Tiere, also für das Terrarium sehr groß, die Art an sich ist recht klein, drinne sitzen, habe ich ja direkt den Entschluss gefasst, sie umzusetzen. Genau das werden wir jetzt gleich tun. Ich bin sehr gespannt, wie viele Tiere da noch drinne sind. Ich vermute, dass es dann wirklich nur noch die zwei sind. Zumindest habe ich bisher nur diese beiden Tiere gesehen. Und auf jeden Fall werden sie in dieses Terrarium hier umziehen. Gleich vorneweg noch kurz zu diesem Terrarium, bevor sich der ein oder andere wundert. Ja, das ist das Terrarium von Blue, meiner Poecilotherica Metallica, aus dem letzten Vogelspinnen-Umsetz-Video. Denn kurz nach diesem Video damals hat sich herausgestellt, dass Blue ein jetzt adultes Männchen ist und ich habe ihn abgegeben, da ich kein passendes Weibchen für ihn hatte. Er ist nun bei einem Freund von mir, der versucht, ihn mit seiner adulten Dame zu verpaaren. Ich drücke ihm da ganz fest die Daumen, dass mein Blue das gut macht. Und da ich nun dieses recht frisch eingerichtete Terrarium übrig hatte, habe ich es einfach erstmal stehen lassen und so weiterlaufen lassen in leer. Ich habe die Pflanzen gepflegt und gehegt und nun dürfen diese, wie viele auch immer es nun sind, kleinen Schönheiten dort einziehen. Ich habe mir jetzt das Terrarium hier schon mal ein bisschen beigeholt und aufgemacht und werde mir jetzt das hier auch gleich noch rumdrehen und öffnen. Das erste Tier, das von eben sitzt, hier schon und macht es uns somit recht einfach und das werde ich als erstes mal versuchen, daraus zu angeln.
Das hat jetzt doch recht gut und einfach geklappt, auch wenn die Kleine, ich vermute nämlich, dass das da ein Mädchen ist, so gar keine Lust hatte, auf meine Hand zu kommen. Das ist vollkommen in Ordnung und absolut verständlich. Das hat man ja bei Vogelspinnen wirklich sehr, sehr oft, dass sie menschliche Haut einfach total doof finden. Was übrigens auch mit einer der Gründe ist, warum ich meine Vogelspinnen so gut wie gar nicht draußen habe. Ihr seht das zwar hier in diesen Umsatzvideos immer mal wieder, dass ich versuche, sie über meine Hand laufen zu lassen. Das liegt aber auch einfach nur daran, dass das die geeignetste Situation für sowas ist, ohne das Tier explizit nur dafür aus seinem Terrarium zerren zu müssen. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt die zweite da drin zu finden, weil von der weiß ich definitiv, dass sie da noch drin ist. Und wir haben Nummer 2 gefunden. Auch Nummer 2 zu finden und umzusetzen hat, finde ich, sehr, sehr gut geklappt. Es ist interessant, wie hektisch dieses zweite Tier reagiert hat und wie entspannt hingegen das erste Tier, das wir umgesetzt haben, war. Aber das mag vielleicht auch dem Umstand geschuldet sein, dass ich das zweite Tier aus seinem Bau reißen und im schlimmsten Fall wecken musste. Aber so ist das nun mal leider bei dem Umsetzen meistens. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob da nicht vielleicht doch sogar noch das dritte Tier drin ist, denn die beiden sehen nicht so aus wie das Tier, was ich als zweites Tier gesehen habe. Die sehen beide aus wie das erste Tier, was ich gesehen habe. Ich bin etwas verwirrt und würde mich natürlich sehr freuen, wenn das dritte Tier da auch noch drin ist. Und werde das jetzt mal hier weiter vorsichtig durchsuchen. Ich habe tatsächlich Tier Nummer 3 gefunden. Ich bin entsetzt und natürlich begeistert und freue mich sehr und lass ihn oder sie mal in das neue Terrarium. Da ist jemand sehr hektisch. Meine Lieben, ich bin total begeistert, dass noch alle drei Tiere leben. Das glaubt ihr gar nicht. Ihr seht, wie groß sie im Vergleich zu diesem kleinen Terrarium sind. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt, dass noch alle drei leben. Ich habe gedacht, sie haben mindestens ein Tier gefressen, da das Platzangebot zwischendurch so gering wurde und ich es nicht gemerkt habe. Aber ich freue mich echt riesig und ich hoffe, sie kommen in dem neuen Terrarium gut klar und werden sich schnell zurechtfinden. Das alte Terrarium, ihr habt es eben vielleicht schon gesehen, ich habe mir daneben Rinde hingelegt, weil die einfach so extrem voll mit weißen Asseln ist. Ich werde das aufräumen und ausräumen. Die Erde werde ich zum Teil drinnen lassen, zum Teil werde ich sie in anderen Terrarien verteilen, wo ich mal wieder weiße Asseln bräuchte. Und dann werde ich dieses Terrarium, nachdem ich es sauber gemacht habe, neu einrichten, denn ich habe einen kleinen Caribbeaner Versicolossling, der demnächst mal in eine größere Behausung ziehen könnte. Der ist wirklich noch recht klein. Und für den kann ich dieses kleine Terrarium hier wunderbar herrichten. Das bedeutet, es wird demnächst ein weiteres Video folgen. Bis dahin aber hoffe ich, euch hat dieses Video hier gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die kleinen... Moment... Ecclesiasticus, genauso gut wie mir. Ich kannte die Art, bevor mein Bekannter mir die Slings gegeben hat, wie gesagt, auch nicht. Find die aber total schön und total super, auch gerade, dass man sie in Gruppen halten kann, auch wenn natürlich ein kleines Restrisiko bleibt. Aber umso glücklicher bin ich, dass es hier in diesem Fall jetzt gut gegangen ist.
Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei dem nächsten Video, wie gesagt, wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf, passt gut auf eure Tiere auf, bleibt gesund und bis bald.